scheiß Trainerin. Ich soll jetzt irgendein. Das ist ein Tampion da. Das weiß ich. Ich soll im Uhrzeigersinn folgen, das heißt hier oben lang. Im Uhrzeigersinn. Ja, doch, okay. Was ist das hier? Ne, hier war ich auch schon. Jetzt kann ich hier weiter. Ah, und deswegen. Ich habe mich letztes Mal gewundert, was es hier soll. Jetzt verstehe ich das erst. Hallo, hallo, hallo. Natürlich gibt es ja auch noch Blitz. Ist mir aber egal. Also ich bräuchte hier Blitz, aber ist mir egal, denn wenn mein Schutz endlich mal ablaufen würde. Na komm. Schutz. Schutzlauf ab. Schutzlauf ab. Ich will Pokémon treffen. Ich möchte neue Pokémon in meiner Nähe treffen. Treffen. Nein. Krieg ich jetzt immer? Ne, natürlich nicht immer. Pflegknäuel. Warte mal, Pflegknäuel hat hier eine Wahrscheinlichkeit von. Natürlich 30%. Milzer 20 und das Pokémon, was ich will, 50. Mal schauen, ob es direkt jetzt kommt. Na, da ist es doch. Sedimantua. So. Kann ich denn? Oder ist es dann schon tot? Wahrscheinlich ist es tot. Ich bin ziemlich stark. Jo! Na klar, Robustheit, ich Idiot! Bin ja dumm, okay. Das macht es einfach. In der Theorie zumindest. Flottball sollte. Ich meine, zweite Runde, das geht doch. Yes! Ja, jetzt kann man sich die Frage stellen, was zum Fick willst du mit Sedimantua? Und die Frage darf man sich stellen, was Sedimantua mit Emorga zu tun hat. Das werden wir aber hoffentlich gleich rausfinden. So, ich würde gerne, wo komme ich hier raus? Wo ist der Ausgang hier? Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe die TM Blitz nicht. Das heißt, selbst wenn ich wollte, ich komme nicht weiter. Das heißt, ich kann mir online die Karte an einfach, aber das will ja keiner. TM70? Wo kriegen die in Schwarz und Weiß überhaupt? Nichts davon mitbekommen. Spiel, willst du bitte meine Frage beantworten? Wo finde ich das? Natürlich. Das wäre ja auch zu. Einfach, mir einfach zu sagen, wo ich diesen Scheiß finde. Stratos City. War ich da nicht schon? Habe ich versagt? Mal wieder, wie immer. Stratos City. Wir können sie ja mal suchen. Aber ich war im Stratos schon. Stratos Eis. Ich habe es einfach nicht hinbekommen. Soll ich das jetzt echt holen? Ach komm. Einfach so. Vielleicht mache ich auch die Höhle dann noch danach direkt. Es gibt so viel, was ich machen muss jetzt. Wie soll ich da die Welt retten? Dafür habe ich doch gar keine Zeit. Ja, also. Stratos City. Dann suchen wir mal nach Blitz. Geschenk eines Mannes hinter einem Müllcontainer in der Slim Street. Okay. Slim Street. Der Müllcontainer. Wo soll ich denn da gucken, ihr Witzbolde? Alter, ich steige jetzt erstmal aufs Fahrrad, dann geht's wenigstens halbwegs schnell hier. Der Slim Street, was? Krieg ich eine Karte? Nee, ist ein Getränkeautomat. Oder vielleicht? Nee. Slim Street. Ich meine, der Name sagt schon irgendwas. Eine dünne Straße, aber. Hey, es wäre auch so einfach, mir einfach zu sagen, was Sache ist hier. Hier vielleicht? Müllcontainer. Ich guck schon, aber ich sehe keinen Müllcontainer. Keiner sagt mir, was Sache ist. Das finde ich gar nicht schick. Oder so ähnlich.
Wie kommt denn? Also die Straße hatte ich. Ich meine, das ist ja keine wirkliche Straße hier, das wäre komisch. Slim steht da? Nee, da steht nur, welches Gebäude es ist. Steht hier. Friend Street. Ah, okay. Ich kann einfach ablesen. Stratos Street? Ich hab's echt verpasst, wirklich. Oh, das ist doch zum Kotzen. Oh, nee. Slim Street. Ah, okay. Ich war immer schon richtig. Hier war ich überhaupt nicht. Wow. Ich war echt nicht. Was? Ich hab mich überhaupt nicht erschrocken. Aber immerhin hast du es versucht. Ich weiß, wie Blitz funktioniert, danke. Die Melodie der Ruhe. So, was ist das denn? Aber wenn ich schon hier bin, ne? Wir machen einfach mal Backtracking. Sieht geil aus hier. Eine schöne Melodie verbreitet Frohsinn unter den Menschen. Spielt man gegen ein trauriges Lied, sind sie betrübt. Das ist die Macht, die Musik über uns hat. Oh, wow. Ich bin zum ersten Mal hier und dafür gibt es Limonade. Okay. Von mir aus, Freunde, sollen wir echt wirklich recht sein. Ist mir total egal. Ist mir egal. So. Jetzt kann ich A. Dinge tun. B, was weiß ich. C, erstmal gucken. Golbit. Kannst vergessen. Okay, wir machen was anderes. Wir gehen auf Route 7. Ich glaube Route 7. Die Frage steht ja immer noch offen, was zum Fick ich hier eigentlich mache. Tatsächlich gibt es hier eine Antwort drauf. Ich muss nur hinkommen. So, Route 7 ist die... Das sollte hier sein. Okay, und irgendwer hat angefragt und ich glaube, das warst du. Nein. Oder du. Einer hat angefragt. Einfach nicht fit, wie war das? Du? Ja, natürlich warst du das. So, ein KP Sedimanto, scheißegal. Du gibst Sedimanto in die Obhut von Hilbert. Mach's gut, Sedimanto. Das ist totale Tauschspieling, Alter. Nice. Dip, 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 dip. Flumau. Na, zum Glück muss ich damit nicht kämpfen. Mit diesem Dings da, ist ja auch schön. Hast du Ladefeuer? Oh, Morga, bitte sag, du kannst Ladefeuer. Bitte. Nicht wahr. Aber Imorga konnte diese Attacke mal. Level 10, okay. Doppelteam. Ah, okay, das sind einfach die vier neuesten Attacken. Ladevorgang. Wo ist denn der Attacken... Attacken-Wiedererlerner in... Und schwarz. Ich habe den schon getroffen, ich weiß auch, aber ich weiß nicht mehr, wo der ist. Der Attackenerinnerer, Attackenhelfer, bla bla. Was will der damit, als sich an was erinnert wird? Eine Herzschuppe. Ich glaube, eine Herzschuppe habe ich. Panero, was? Ich verstehe nicht ganz. Achso, egal. Ja, von mir aus. Habe ich denn eine Herzschuppe? Wenn nicht, dann muss ich echt fucking ausrasten. Ey, dann habe ich keinen Bock mehr auf den Scheiß. Wie viel mehr arbeiten muss, um so ein Möchtegern-Ding. Oh, ich habe eine Herzschuppe. Okay. Will ich das überhaupt machen? Ich wollte eigentlich Golgantes-Attacke. Oh, nee. Das ist jetzt nicht wahr.
Warte, ich kann mir noch eine holen. Das krieg ich hin, das krieg ich hin, das krieg ich hin. Moment. Herzschuppe. In Maria City. Das ist gar nicht kompliziert. Das wird eine überlange Folge. Das kann sich doch echt keiner antun am Stück. In Parts geteilt, weiß schon. Panaero. Maria City, gut. Ich weiß nicht, warum ich zurückfliege. Ich werde meinen Grund haben. Im Markt hier, im Wurmmarkt. In welchem Markt? Hier? Ah, wahrscheinlich hier, okay. Im Markt versteckt. Also versteckt im Sinne von... Nein, versteckt im Sinne von... Oh ja, fuckers! Wir sind so nah dran. So, jetzt geht's zurück nach Panaero. Dann sollst du dich im Morgan die Attacke wieder erinnern, hoffentlich. Wenn ich beim Attackenfuzzi bin. Ich muss noch wissen, wo der war. Ich werde jetzt eine Ratestunde. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Das ist richtig. Hier muss ich hin. Yes! Bitte! Welches Pokémon soll sich erinnern? Das ist Flumau. Digga, was? Ladevorgang. Boah, was? Das ist so von Arsch. Schmeiß irgendwas weg. Ich werde dich sowieso nicht einsetzen. Das war Ladevorgang, ne? Der wollte... Lade. Bevor ich das jetzt falsch mache. Eine Attacke namens Ladevorgang, okay. So, und später komme ich dann wieder mit Golgantis. Und dazu brauchte ich die zweite Herzschuppe, dass es sich wieder an diese eine Geistattacke erinnern kann, die es auf Level 1 theoretisch lernt. Okay, außerdem kann ich... sollte Emolga Blitz lernen können als Elektro-Pokémon, ja. Dann kann ich die Höhle eigentlich einmal machen und danach... das Ding wieder wegschmeißen. Ich meine, immerhin ist es auf Level 30. Das ist ja fast sogar annehmbar. Wenn Emolga an sich nicht beschissen wäre. So. Von der Theorie her. Wenn ich das Ding jetzt abgebe, ne? Also wenn ich ihm das vorzeige. In Twin Drake. Behalte ich Emolga dann? Weil ich würde danach gerne die Höhle machen, wo ich Blitz brauche. Einfach so, weil ich es kann. Einfach so, weil wegen Gönnen und so. So, erstmal du hier. Der ganze Aufwand für das, was jetzt kommt. Alter, wenn es nicht gut wird, dann muss ich leider ausrasten. Sorry. So, komm. Bitte. Nein, ich bin nicht sauer. Ich werde hier nicht gleich fucking ausrasten. Hier. Zeig. Oh, jetzt. Ich habe nicht gelesen. Ich glaube, jetzt verstehe ich die ganze Sache. Lass mich mal kurz erklären. Hier sagt er, eine altertümlich wirkende Stadt. Twin Drake City in der weißen Edition ist altertümlich und hier in Schwarz ist es futuristisch. Dafür wird dann ein weiß gefragten Pokémon aus einer altertümlich wirkenden, in weiß wird gefragt, ein Pokémon aus einer futuristisch anmutenden Stadt. Also wenn ich hier weiterkommen will, brauche ich ein Pokémon, was in weiß gefangen wurde. Und
Das muss Lade folgen können. Ich zeige ihm das nun. Wird mir ein Blick in die Vergangenheit gewährt. Und Vergangenheit heißt wahrscheinlich der Blick in die, ja, in die in Twin Drake City aus Pokémon Weiß. Ich glaube, jetzt habe ich die ganze Sache verstanden. Und dann kriege ich irgendeinen Akku. Keine Ahnung, was der macht. Er hört den Angriff des Trägers stark, verwirrt ihn im Gegenzug. Klingt unglaublich mega krass beschissen, aber egal. Okay, jetzt habe ich alles umsonst gemacht. Naja, immerhin. Immerhin. Kann ich diese Höhle jetzt erkunden, weil ich Blitze habe. Oh, ist schon ärgerlich. Oh Mann. Ich hab verkackt. Und das nur dank so viel Wackness. Ich bin betrübt, aber damit müssen wir jetzt leben. Wir können auch weitermachen jetzt. Ich wollte es nur mal ganz in Ruhe versucht haben zu erklären. Und ja, wir können eigentlich zurückfliegen. Einmal nach hier, das sollte gehen. Und dann nach links. Also wie wir hinkommen, wissen wir ja schon. Ich könnte noch einmal kurz heilen, weil Zapuriel braucht ein paar KP. Bam, bam, badabam. Jetzt habe ich sogar 6 Pokémon. Ich muss irgendwann was wegschmeißen davon. Emolga hat einfach nicht keine ernstzunehmenden Sets. Ich kann sagen, das ist böse, aber es stimmt halt einfach. Habe ich Schutz angelegt? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Natürlich nicht, natürlich nicht, natürlich nicht. Schutz, 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 Schutz. Hier so. Nein. Dude. Willst du mich verarschen? Ich gehe eins nach vorne und das Spiel sagt nein. Mir ist das egal. Dich habe ich noch nicht bekämpft, habe ich mir aber schon gedacht. Ich erinnere mich, ich habe die Bobs auf der Route hier ein bisschen ausgelassen. Weil sie uninteressant sind. Würdest du bitte... Danke sehr. Okay, ich habe ein Pokémon, was Stärke kann. Ich habe ein Pokémon, was Blitz kann. Das heißt, ich sollte jetzt hier durchziehen können. Also. Blitz. Mein Kreis geringfügig größer. Total geil. Ja, mehr als geringfügig. Geht schon. Und Stärke, aber das habe ich ja sowieso. Okay, da komme ich von der anderen Seite hin. Golgant. Geht es schnell oder? Naja. Golbit. Es geht schnell genug, sagen wir mal so. Ach so, hier drin. Okay. Elixier, danke sehr. Ich weiß nicht genau, was hier drin ist oder was ich hier dann erwarten soll oder darf oder kann. Will ich dich skippen? Was hast du denn für so ein Pokémon? Jung, sag mal, was da. Am liebsten mag ich Berge. Berge von Essen und Pokémon. Du bist ein fettes Klischee. Ernsthaft. Fettes Klischee, so. Junge! Rotomorph. Ja, es kommt auf den Level an. Kommt auf das Level an. 33. Hier kann man mitnehmen. Ich will 10, ehrlich gesagt. Scheiß drum, aber so. Von mir aus. Habe ich gerade. Ernsthaft? Hat gereicht, egal. Nicht nachfragen. Stripuli. Ey, bald ist Zapuriel das höher gelevelte Pokémon. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht. Wiedersehen. Haben die Ehre und tschüss. Stärke. Ah, so aktiviert. Spiel ist sogar mal intelligent. Ich fasse es nicht. Okay. Oh, was ist das denn? Donnerstein, einfach mal so. Nice. So, wo das Item ist, können wir uns schon denken.
locker Hypertrank. Da wir schon wissen, was es hier für Pokémon gibt, gibt es keinen Grund, mich irgendwie abzumühen. Also, Topschutz. Das war die falsche Taste. Da ist ja die richtige Taste. Topschutz zurück. Na, was hast denn du für Pokémon, mein Freund? Sag mal her, da. Da kann man sich Abhilfe schaffen, Silica. Bernward mit Sedimantur auf 34. Ja, das gibt. Das sollte EP geben. Weiterentwicklung, moderates Level. Wiedersehen. Na, auf Wiedersehen. Wie konnte ich die fucking Robustheit vergessen, ne? Wack! 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 Tschüss! Tschüss, Bernward! Und weiter geht's. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, wo ich hin muss oder darf oder soll. Und. Hypertrank. Okay, also das ist mein Rückweg quasi. Ich glaube, ich habe schon öfter erwähnt, ich finde es gut, wenn es einen Weg gibt, wo ich klar weiß, was die Sache ist, ne? Dass ich nicht verarscht werde oder so. Oh, das war ein einfaches Item. Jetzt mal Stärke ein. Ich muss ja sowieso irgendwann lang gleich. Ja, ja. Das ist hier oben. Das ist wieder nur ein Rückweg. Und hier oben... Das war ein sehr schnelles Psycho-Juwel. Okay. Okay, irgendwo da unten, da komme ich jetzt nicht hin. Egal. Danke. Nächster Hypertrank. Hier gibt es so mittelgute. Also Hypertrank ist jetzt halt einfach nichts mega Seltenes mehr, aber es ist noch in Ordnung. Das möchte ich nicht abstreiten. So, hier unten gab es etwas, und zwar... Granitstein. Wahrscheinlich für Gesteinsattacken. Oder entwickelt was. Kann ich mal gucken. Warte mal. Granitstein. Granitstein. Gesteinattacken um 20%. Okay. War mit zu rechnen. Schutz wirkt nicht mehr. Das ist schlecht. Ich verstehe nicht, warum es immer auf Herzschub ist, dieses blöde Ding. Ich war letztens auf Topschutz. Merkt ihr das nochmal? Die irgendwie dein Hirn rausgenommen hat, das Spiel. Meine Güte, okay. Was haben wir hier? Items. Laufen auf. Steinhagel. Jo, warum nicht? Kommt drauf an, was kann Steinhagel denn so? Alles mit Genauigkeit 90, was nicht so knallt, weiß ich nicht. Gefällt mir nicht so. Aber Golbit kann es lernen, da ich die TM inzwischen sowieso nicht mehr verliere. Warum eigentlich nicht? Ja. Wie viele? AP 10, okay. Dampfwalze. Stärke, Intensität. Wuchtschlag. Ah, ich weiß nicht. Also Dampfwalze. Könnte ich eigentlich wegkönnen. Wird sowieso nicht für so lange halten, aber bis dahin, ich glaube, das geht schon mal. Außerdem habe ich vergessen. So, jetzt kann ich hier durch. Eisen. Hier ist es, okay. Habe ich mir fast gedacht. Sag ich nichts gegen. So, wo muss ich denn jetzt wirklich lang? Ich bin so dämlich. Ich bin so doof. Ist so unfassbar, wie doof ich bin. So, wahrscheinlich hier hoch. Yes, okay. Ich frage mich wirklich, wo diese... Übrigens, schön, dass ich Blitz nicht mehr brauche hier. Kammer der Weisung. Uiuiui. Was ist das denn? Sag was an, Opa.
Für dein Alter hast du schon allerhand auf dem Kasten. Vielleicht kannst du sogar... Ja, vielleicht. Was sagst du? Willst du mir anhören? Ja, willst du dir anhören, was ein alter Mann wie ich zu sagen hat? Einst lebten Menschen und Pokémon getrennt voneinander. Doch dann begannen die Menschen einen Krieg und der Wald der Pokémon drohte ein Opfer der Flammen zu werden. Die Pokémon waren gefangen mitten an des Feuers und des Rauches. Doch da waren sie auf einmal die legendären Pokémon. Kobalium, Terrakium, Viridium. Terrakium schlug mit seiner unglaublichen Kraft einen Fluchtweg in den Fels. Das muss ich mal kurz nachgucken. Ich muss da mal kurz was recherchieren. Gibt's in dieser Höhle tatsächlich? Kobalium, Viridium und Keldeo. Terrakium ist bisher noch in keiner Anime-Serie aufgetreten. Ha! Hätte mich auch gewundert, hätte ich doch gekannt, das Ding. Okay, sieht erstmal ganz nett aus. Stein und Kampf. Kobalium ist Stahl und Kampf. Viridium ist Pflanze und Kampf. Keldeo ist Wasser und Kampf. Ja, mal gucken, so statmäßig sehen die gar nicht aus. Ja. Er kommt drauf an, welches. Also Terrakium geht... hat Angriff. Kobalium hat Verteidigung. Viridium hat Spezialverteidigung. Und Keldeo hat wahrscheinlich Spezialangriff dann. Ja, so ist es. Okay. Na, mal schauen, welches ich hier bekomme. Wenn überhaupt. Was sieht danach aus? Viridium bewahrte mit seiner unglaublichen Geschwindigkeit die Pokémon vor Lohn im Funkenflug. Und Kobalium wies den ängstlichen Pokémon den Weg aus dem brennenden Wald. Kobalium, Terrakium und Viridium verjagten all die Kriegstreiber mit ihrer überlegenen Kraft. Die Menschen hatten Angst vor den drei mächtigen Pokémon und legten ihre Waffen nieder. Solange die Menschen ihr kriegerisches Wesen nicht ablegen, gibt es auch für Pokémon keinen Frieden. Den dreien war klar, dass die Untaten der Menschen viele Leben kosten würden. Ich weiß nicht, warum man da immer rumläuft hier. Sie mieden den Kontakt zu den Menschen und waren fortan nicht mehr gesehen. So wurden sie zum Stoff von Legenden. Ich habe Jahrzehnte damit zugebracht, nach ihnen zu suchen, bis ich eines Tages ihren Aufenthaltsort ausfindig machen konnte. Diese Höhle! Doch die drei legendären Pokémon hegen großes Misstrauen gegenüber den Menschen. Nähert sich ihnen ein Mensch, fläschen sie die Zähne und greifen an. Dass sie nur die Welt von damals kennen, ist bedauerlich. Denn heutzutage helfen und verstehen die Pokémon und Menschen einander. Doch davon wissen die drei nichts. Du hättest wohl das Zeug dazu, ihnen aufzuzeigen, dass Pokémon und Menschen füreinander vertrauen und miteinander leben können. Wenn sie die Menschen dann in einem neuen Licht sehen, werden sie... auch sie sich für ein Zusammenleben mit ihnen entscheiden. Das ist eine sehr interessante Story, ehrlich gesagt. Muss ich nicht mal sarkastisch sein. Ist wirklich so. Oh boy. Es könnte fucking legendär werden. Finsterstein. Sind die auch wilde Pokémon? Die gleichen wie überall? 50, 30, 20 oder was? Was oder wie oder wo? Sagen wir dann. Ah, da hinten ist es. Oh, welches ist es? Das ist blau. Das ist nicht Terrakium. Das könnte Kobalium sein. Das ist nicht Viridium. Und von Keldeo war sowieso nicht die Rede. Okay, das ist Kobalium. Verteidigung, ich meine Angriffs- und Spezialbasis 90, das ist auch in Ordnung. Aber es fickt halt einfach nicht so sehr. Mal gucken. Sonderbomben. Oh, habe ich sehr selten bisher bekommen. Finde ich gut. Carbon finde ich auch gut. Ich habe übrigens keinen Dingens. Kein Schutz eingesetzt, immer noch. Wahrscheinlich, weil ich mir gönne oder so. Ich weiß nicht. Einfach mal gönnen, Freunde. So, hier ist nichts mehr sonst. Alter, jetzt reicht's. Kein Schutz anlegen, ein großer Fehler. Nur noch 19 Stück, aber man kann ja immer nachkaufen. Ist alles gut. Okay. Wir stehen uns gegenüber, meine Cap in deinem Gesicht. Und ganz ehrlich, Freunde, friedlich wird das nicht hier. Geh ich mal von aus. Ich werde kurz was trinken und dann geht's los. Bitte. Welcher Mongo in diesem Haus stellt das Trinken 500 Kilometer weit weg? Buchstäblich 500 Kilometer. So aktiv sprudelt, nice. Level?
ein Kobalium erscheint. Ist nicht das Kobalium, gibt es nicht nur eins? Hat den Typen Stahl. Okay, Stahl wird sehr beschissen werden. Zieht aber andererseits auch nicht so viel ab. Oh, hab ich vergessen, das Ding hat Verteidigung wie Arsch. Gigasauger? Wow. Rechte Hand. Kann Kobalium überhaupt irgendeine Attacke? Gigasauger, nächster Versuch. Hier eine Klinge. Egal. Okay. Aber ich kann noch ein bisschen weiter. Ich kann es noch ein bisschen weiter runterbringen. Wow! Fuck! Mindestens mal mit Tackle. Vielleicht ein Grasmixer? Ist das zu viel? Ah, ist zu viel, scheiße. Ich kann auch einfach sagen, scheiß drauf und jetzt schon einen Ball einsetzen. Ja, wird ein bisschen dauern. Ist der Bereuer jetzt tot? Das war eine ziemlich eindeutige Antwort. Scheiße. Ich flieh doch nicht. Ich werde nicht fliehen. Du wirst mein sein, Kobalio. Ob ich es einsetze oder nicht, keine Ahnung. Aber ich meine, wenn ich schon mal hier bin, dann setze ich es ja wohl auch ein. Das kannst du ja wissen. Meine Pokéwelle, nein, super. Heilball ist auch Quatsch. Slotball, Timerball. Was hat ein Kobalium für Init? Ja, das ist schon gut. Ich könnte eigentlich schon einen Flottball einsetzen. Nee, Quatsch. Timerball. Welcher denn? War nicht eine für Init? Jetzt war aber für Wasser und Käfer, ne? Das ist Quatsch. Ach, Timerball war umso besser, je später er kommt. Ah. Das könnte gar nicht so doof sein. Vielleicht reichen ja 5 aus. Mal gucken. Eisenschädel. Wie sehr tut denn das weh? Nö, gar nicht. Okay, hoffen wir mal. Das ist lächerlich. Aber ich kann leider keine Attacke mehr einsetzen. Alles, was ich mir abmacht, Kobalium kaputt leider. Scheiße. Ich kann mir den Fangchancenrechner anwerfen. Fangchancenrechner, da ist er. Schauen wir mal, Kobalium. Status gar nichts. Verbieten mir KP. Wie viel? Na, sagen wir 10%. Hyperball. Die Musik ist ein bisschen gruselig, aber egal. So, Status. Level kann ich gar nicht angeben. Okay. 2,2%. Das tut verdammt weh. Ah. Ja, ich kann nichts machen. Ich muss werfen einfach nur. Und ich habe viel zu wenig Bälle, dass es funktioniert. Was ist denn, wenn ich einen Timerball nehme? Timer, wo ist denn der? Hallo, Timerball da. Runden. 2,2%. Okay. Ich habe leider keine Ahnung, wie so ein Timerball genau funktioniert, deswegen könnte es ein bisschen scheiße werden. Im Notfall mache ich dann einfach kaputt und hole mir EP, also. Das ist ein Pokémon, wo ich sage, ich muss es nicht unbedingt im Team haben. Es hat keine Mega-Stats. Es ist gut. Ja, es ist okay. Aber die Musik fuckt mich total ab. Ich glaube, das ist Absicht, diese Musik. Ich weiß nicht genau so. Ich kann es nicht genau einschätzen, was es soll. Okay, noch ein Ball. Im Notfall kann ich heilen. Es bricht nach Runde 1 aus. Es ist unmöglich. Ah, scheiße. 80 KP ist ein bisschen wenig momentan.
glaube, was ich mache, ist, ich werde wieder schneiden. Und wenn irgendein Ball trifft, gut, wenn nicht, dann werde ich das Pokémon einfach besiegen. Weil so wichtig ist es mir, nicht im Team zu haben. Wäre cool, wenn nicht, dann kein Problem. Ist mir auch scheißegal, ehrlich gesagt. So. Was bitte? Ich war gerade dabei zu schnipsen. Ich habe gedacht, nee, komm, den warte jetzt nur ab. Die Runde war... Ach komm, fick mich seitwärts, ey. Kobalium, das Eisenkern-Pokémon. Ein legendäres Pokémon, das sich zum Schutz der Pokémon mit den Menschen anlegte. Eine kühle, gelassene Natur. Nice, nice, nice. Das ist ja ein legendär. Oh, natürlich kommt dieser alte Sack wieder an. Hier, ne? Komm, gleich, Opa. Hast du Süßigkeiten für mich, oder was? Das Kobalium hat durch dich erfahren, dass die Welt jetzt ein Ort ist, in dem sich Menschen und Pokémon helfen. Das Kobalium wünscht sich bestimmt, bei dir bleiben zu können. Das Kobalium gegen dich gekämpft hat und eure Herzen damit verbunden waren, mit seinen beiden Gefährten Terrakium und Viridium wollen nicht entgangen sein. Sie wollen jetzt bestimmt auch in dein Herz sehen. Ja, aber wo? Und wieso? Auffindbar. Ja, aber wo? 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 Ganz ehrlich, als Pokéwiki noch nicht gab, wie hätte ich denn das rausfinden sollen? Wie hätte ich das machen sollen? Ah, okay. Das ist die Antwort. Kammer der Prüfung ist ein Ort in der Siegesstraße. Und da finde ich dann Terrakion zum Beispiel. Wow. Ich meine auf der Siegesstraße, da ist Level 42 nicht mehr so gut, wenn man ehrlich ist. Naja, gut. Dann können wir uns mal rausschaufeln hier. Also im Nachhinein, ich glaube, es war ganz in Ordnung, dass ich die Höhle gemacht habe. Ich fand das gut. Schaufler. Das war das letzte Viridium, oder? Nur mal aus Interesse, wo das ist. So. Nein, 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 mein Controller fällt runter. Er fällt runter, er fällt runter, er fällt runter. Na, Glück gehabt, okay. Viridium, genau. Wo gibt's das Leckerli? Im Feld der Besinnung. Uiuiui. So. Wo ist das? Hier, okay. Im ewigen Wald. Ach, ganz ehrlich, ne? Ich könnte es halt krass abräumen, ne? Auch wenn... Ich meine, das einzige interessante Pokémon ist das, was krass angefahren hat. Viridium ist so ein Spezialverteidigungsfreak. Wo ich mir auch denke, weiß ich nicht. Aber einfach so, können wir eigentlich mal machen. Man gelangt dorthin, indem man hinter den Brücken des ewigen Waldes durch das östlich gelegene Loch im Zaun geht und an einer Kreuzung die Treppe aufwärts nimmt. Oh, wir können mal probieren. Komm, wir probieren es mal. Ist doch egal. Wir fliegen erstmal. Ich sollte mir übrigens mehr Hyperbälle kaufen. Das ist nur mal am Rande. Mache ich jetzt auch. So, hier. Es gibt eine Runde heilen und eine Runde Bälle kaufen. Und natürlich Dinge ins Team holen. Könnte ich später noch rausschmeißen, wenn ich wollte. Aber... warum nicht, ne? Habe erstmal, also gegen Kobalium habe ich erstmal nichts. Vor allem dadurch hätte ich Stahl, wo ich mal defensiv ordentlich stark wäre mit. Überball, ja, ja, komm, sieh durch. Sieh durch, Mignon. So. Ewigen Wald. Kann ich hier nicht durch? Nee, kann ich nicht. Okay. Entschuldigung, dass ich gefragt habe. Ewigen Wald, wo war das? Ewigen Wald? Nee, es muss auf der anderen Seite sein. War ich da nicht schon? War ich nicht schon? Ich bin nicht. Der Ewigen Wald, okay. Hinter den Brücken des ewigen Waldes, ja. Welche Brücken? Ich sehe keine Brücken. Oder hinter den Brücken oder was? Nee, das ist nicht. Das war irgendein Feld des Kampfes oder irgendwie sowas. Ach, keine Ahnung.
nee, es war hier, okay. So, jetzt. Warte, hinter den Brücken, aber die Brücken waren da oben. Hinter. Ah, hier! Aber wie sollst du das sehen? Klar. Warum? Auch nicht. So. Hier. Ey, das kann doch keiner ahnen, Freunde. Das kann doch keiner ahnen. Aber hier war ich noch nicht, ne? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier noch nicht war. Das Loch im Zaun sieht ja auch keiner. Ernsthaft. Übertrank. Und hier sollte... Na sicher. Ich habe Dings nicht ins Team genommen, weil ich doof bin. Habe ich vergessen, muss ich gleich machen. Viridium-Pflanze. Ich meine, Pflanze habe ich schon, brauche ich nicht mehr. Das wäre ein bisschen sinnlos. Kirkrigi. Oh shit. Ich kann so ein Power-Workout machen, gerade bei der Mucke. Ich übertreib's vielleicht ein bisschen. Minimal. Geh bitte nicht tot. Es ist nicht sehr effektiv. Du kannst gar nicht tot gehen. Ja, nice. So. Ich muss mal kurz ein bisschen... Es geht mir erst ein bisschen langsam hier. Ich glaube... Heimzahl. Na klar, Volltreffer auch noch. Wehrt die Attacke ab. Wehrt das alles ab gerade? Gigasauer auch? Ja, okay, nice. Ich würde sagen, das große Grind beginnt wieder und hoffen, dass ein Pokéball trifft. Ich freue mich scheiß Ass ab, ey. Diesmal schnipse ich aber wirklich. Also, zu sehr muss man es jetzt echt nicht übertreiben. Sancto-Klinge. Läuft. So, Freunde, jetzt aber wirklich. Bis gleich. Fick mich, ich dachte, das Telefon ist was. Was dachte ich auch? Ja, das war. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Viridium, das Wiese-Pokémon. Es kämpfte einst gegen die Menschen, um seine Feinde zu beschützen. Nun erzählt man sich Legenden von ihm. Es lief eigentlich relativ gut, muss ich sagen. Auch schon beim letzten legendären Pokémon. Es lief einfach, weiß auch nicht. So, das war's mit dir. Immer eine Legende abgewischt. Hat auch nicht lange gedauert. Vielleicht, weiß ich, 2-3 Minuten. Also es ging wirklich sehr schnell. No big deal, as one might say. Was ist denn hier unten? Wo komme ich denn hier hin? Ich meine, schön, dass ich diesen Ort gefunden habe, aber... What? Oh, ernsthaft? Ja, das ist eine Solarstrahl. Ich glaube, die zu stellende Frage ergibt sich sehr automatisch. Die Frage ist nur... Ah, okay. Sepperoyal kann Solarstrahl... Also durch Levelanstieg nicht lernen, aber durch TM. Es sollte mehr als offensichtlich sein, was jetzt geschehen wird. Oh, scheiße. Jetzt wird's mies. Wobei man sagen muss, wenn ich es nochmal finden würde, hier, 22. Wobei man sagen muss, die Attacke hat einen kleinen Nachteil. Natürlich kann Flampion das auch lernen, klar. Die Attacke hat einen kleinen, aber sehr feinen Nachteil. Und zwar... 120, 100, ne? Ja, genau, das ist halt zwei in Runde 2 angreift. Das heißt quasi, es ist quasi wie eine Attacke, die Stärke 60 hat. Es sei denn, man hat vorher Sonnentag irgendwo eingesetzt, glaube ich. Ich glaube, dann geht's sofort, aber wer bin ich, Sonnentag einzusetzen, nur ernsthaft. Also. Komme ich eigentlich hier hin, wenn ich hier surfe? Und was ist auf der anderen Seite? Los, Galapagos. Finde es raus. Schafft. Geht's da links irgendwo lang? Ansonsten gehe ich einfach. Also flieg weg und wiedersehen.
Ist mir egal, nehme ich sogar in Kauf. Fliege halt einmal vor Barschaft. Ich will dann sagen, Barschwa. Das ist nur zu zwei Dritteln richtig. Der Barsch stimmt schon mal. So. Ah, das ist ja mega versteckt. Silberstaub. Nice. Natürlich gibt's Wackelgras wieder. Na komm. Komm noch ran. Schnucki, was is it? Wenn's Emolga ist, raste ich aus. Suramak, hä? Who am I to fucking judge that, I guess? Was gibt's hier noch? Na klar! Ah, ich dachte, es kommt ein Kampf. Okay. Jetzt bin ich enttäuscht. Ich hätte wirklich mit dem Kampf gerechnet. War ich hier nicht? Ach, von hier bin ich doch gekommen letztes Mal, ne? Ja, dann bin ich hier unten. Ja, ja, von hier bin ich gekommen. Okay, okay. Gut, ich habe alles wieder auf Kette jetzt. Und. Was kommt jetzt als nächstes? Jetzt habe ich so viel Nebenbei-Scheiß gemacht, ne? Ich glaube, Twindrake stand als nächstes an. Oder? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Boah, das hat jetzt echt lang gedauert. Dieses ganze Nebenbei-Gedöns hier. Aber wenn ich das alles in eine Folge schneide, dann Glückwunsch, sag ich da. Nee, bitte nicht. Ich würde gern erst. Bevor ich es wieder vergesse. Pokémon bewegen. Kobalium. Rechte Hand, Heimzahlung, Eisenschädel, Sanktopfinger. Das hat irgendwie alles krass beschissen. Aber. Ich habe ein paar Stahl-TMs, soweit ich weiß. Also. Das kriegen wir schon hin. Jetzt machen wir erstmal eine richtige Reihenfolge hier. Heilen und dann können wir uns über TMs Gedanken machen. Weil Kobalium. So ein Stahl-Pokémon zu haben, ist wirklich nicht so doof. Das reizt mich schon, das gebe ich zu. Dann bin ich eigentlich ziemlich gut dabei. Typmäßig. Was dann höchstens noch wäre, ist ein Wasser-Pokémon, was auch wirklich zum Kämpfen gedacht ist und nicht Galapagos hat, was zum Surfen da ist. Mal gucken, ja, TM, TM, TM. Wir können es ja anders machen. Was kann ein Kobalium lernen? Dann schauen wir einfach was Interessantes. So, was klar ist. Kobalium hat Angriff und Spezialangriff gleich. Das heißt prinzipiell alles möglich. Was gibt's denn hier so? Oh, sieht ziemlich speziell aus. Sanktoklinge. Sollte es können schon. Was kann es denn so lernen? Hyperstrahl, na klar. Es kann Aeroass lernen. Das macht Sinn. Fokusstoß. Stoß, Steinkante. Vielleicht Steinkante. Voltwechsel, Kreuzschere. Gifthieb. Lichtkanone. Oh, weißt du, ganz ehrlich. Warum denn nicht? Warum denn nicht einfach mal was Verrücktes machen? Also. Nein, nicht Schaufler. Super Matschbombe. Felsgrab. Aeroas könnte es lernen. Gut, das wäre ein bisschen zu verrückt tatsächlich. Fassade ist Quatsch. Erholung ist in Unsinn. Schleuder geht nicht. Ladestrahl geht nicht. Freier Fall geht nicht. Licht. Akrobatik, Dunkelklau. Wo ist es denn? Heimzahlung? Blitz? Ja, von wegen. Voltwechsel könnte es lernen. Ich hätte eine Elektroattacke. Will ich das haben? Könnte ich mir auch überlegen. Heiß oder im Steinhagel. Muss nicht sein. Kreuzschere zum Beispiel. Einfach mal ein paar ungewöhnliche Attacken nehmen. Warum nicht? So. Kann es? Sanktoklinge kann es. Okay, das werde ich behalten. Eisenschädel auch. Heimzahlung. Das ist Quatsch. Rechte Hand ist auch Quatsch. Käfer. Das Ding ist, da ich Attacken nie verlerne wirklich. Also nie, da ich Attacken nie verliere, so muss ich sagen. Ist das eigentlich ganz gut. Gifthieb oder Lichtkanone? Was soll man machen?
Boah, das ist ein echt unkonventionelles Moveset, das gebe ich zu. Aber warum nicht? Ich hätte auf jeden Fall mal endlich was Spezielles. Ist nicht doof. 80, danke, 90, 80, 70, 80. Käfer und Gift. Was erreiche ich damit? Mit Gift erreiche ich was gegen Pflanze. Und das war es dann auch schon. Aber dafür habe ich Feuer. Das ist Quatsch. Mit Käfer erreiche ich was gegen Pflanze. Und Psycho. Und Unlicht. Okay, dann lassen wir das so. Mit Stahl erwische ich Eis und Gestein. Also ich werde wahrscheinlich... Die Animation. Also ich werde Kampf behalten, Kreuzschere, Eisenschädel und dann machen wir das so, ne? Aber das ist persönlich ein Moveset, was mir sehr gut gefällt. Ich weiß nicht, finde ich einfach nice. Das ist sogar konkurrenzfähig für irgendwas jetzt. Auch wenn es noch ein bisschen unterlevelt ist, aber wir sind echt auf einem guten Weg. Was ist das hier? Also das war das... Ja, das war Ding jetzt, wäre schon. Das Haus von Opa.